Hallo und herzlich willkommen zu Bastel mit Nilem. Jetzt zu meinem zweiten Teil von meinem Action Haul. Ich möchte euch noch zeigen, was ich sonst noch alles entdeckt habe. Dann möchte ich euch gleich mal die Embossed-Sticker zeigen, die ich mitgenommen habe. Und zwar sind das 5 Stück, die ich noch nicht habe. Also ich weiß definitiv, dass ich sie nicht habe, aber ob sie neu sind, also dafür gebe ich jetzt keine Garantie. Also einmal hier mit so einer Torte drauf und einem Wachssiegel. Das packe ich natürlich erstmal aus. Das hat wohl auch was sehr mit Basteln zu tun und mit Malen. Solche Sticker finde ich eh immer total cool. Ja, das sieht hier aus wie Wachssiegel. Total cool gemacht. Schaut's mal. Alles wie so Wachssiegel. Also damit könnte man Umschläge verzieren. Ja, hier, das ist auch sehr cool mit dem Kranich. Das sind mehrere Kraniche. Sehr schön. Gefällt mir echt gut. Wirklich schön. Auch das zum Thema Backen ist es auch. Also es geht einfach um Handgemachtes. Ob es jetzt gebacken ist, genäht ist, gezeichnet ist, gebastelt ist. Wirklich schön, ein schönes Set. Ist auch eine schöne Torte hier. Ein sehr vielseitiges Set. Damit kann man auf jeden Fall, also ich finde, das kann man ganz gut gebrauchen. Dann ist das nächste Set. Da haben wir hier so einen Dackel drauf. Zeige ich euch jetzt als erstes auch wieder diese Kreise. Finde ich auch voll cool, weil die innen drin so weiße Löcher haben, also so wie wenn man es geinkt hätte, also mit einem Stempelkissen gemacht hätte. Sieht irgendwie cool aus und auch das Herz ist sehr schön. Da fand ich irgendwie ganz cool, dass hier so ein Bierkrug ist. Also das könnte man jetzt auch für einen Vatertag nehmen oder für irgendeinen Gutschein, den man macht. Also gerade das, was man hier so sieht mit dem Pizzastück und dem Hamburger oder Cheeseburger, da könnte man auch einfach so einen Gutschein draus machen. Finde ich irgendwie voll cool. Das ist hier übrigens das Washi-Tape. Und dann ist es hier wieder so ein bisschen herbstlich mit einer Picknickdecke. Und hier hat man ja den Obstkorb und dann noch kleine Obstsorten, die man jetzt auch noch hier so dazukleben könnte. Der Hotdog hat sogar ein Gesicht. Das ist ja auch niedlich. Und zwei Ärmchen. Haben dann die auch Gesichter? Nein. Das ist auch irgendwie cool. Also schon sehr interessante Sticker, finde ich. Bei dem anderen ist das hier das Washi-Tape mit Himbeeren, auch sehr schön. Das nächste Set ist das hier. Das ist auch wunderschön, schaut's mal. Wenn man das jetzt als Ganzes sieht, ist es einfach schon von den Farben her traumhaft schön, finde ich. Hier sind sogar so kleine Sterne embossed worden. Und auch so aquarellmäßig gemacht. Dann haben wir so ein wunderschönes Herz. Das ist irgendwie so muttertagsmäßig gemacht, finde ich. Also damit kann man bestimmt wunderschöne Muttertagskarten machen. Man könnte aber auch einen schönen Gutschein machen, um ein Picknick zu zweit zu genießen. Also ich habe da schon ein paar Ideen, wenn ich das jetzt so sehe. Ich finde das so schön. Und auch so frühlingshaft. Und schaut euch mal den Schmetterling an, der ist echt schön. Auch die Biene und auch das Herz wieder in groß. Also die Sticker, die wir vorhin in klein gesehen haben, gibt es hier auch in groß. Auch der Schmetterling in klein. Und dann haben wir hier das Washi-Tape. Finde ich auch sehr, sehr schön. Dann gibt es noch ein Set mit so einem Zelt drauf. Das habe ich auch noch nicht. Einem Tipi drauf, besser gesagt. Das ist natürlich auch cool, für wenn man Freunde hat oder wenn man jemanden kennt, der gerne campen geht.
Da finde ich das auch mega Sticker-Set dafür. Zeige euch mal jetzt auch so die Kreise. Und hier ist es auch sehr schön mit diesem Holzstamm. Sogar eine kleine Taschenlampe. Wirklich cool. Und hier auf der Seite haben wir ein Zelt. Ich habe nämlich nach einem Zelt gesucht. Die liebe Nicole wird wissen, warum. Weil sie hatte die tolle Idee, denn in diese bodenlose Tasche von Hermine noch ein Zelt reinzumachen. Und da hat sie wirklich recht. Oh, guckt euch mal die Schildkröte an. Oh mein, ist die süß. Denn dieses Zelt, das ist einfach eine mega Idee. Bei Harry Potter ist es so. Die haben dieses Zelt auch in dieser bodenlosen Tasche. Und wenn das Zelt sieht ja von außen so aus, aber von innen sieht es dann aus, als wären sie in einem Riesenhaus. Und ja, das werde ich meiner Freundin auf jeden Fall noch geben. Und das passt halt irgendwie. Und die Schildkröte nochmal. Also die finde ich ja am besten, die Schildkröte, muss ich echt sagen. Dieses Set ist auch sehr schön. Und dann kommt hier dieses Set. Und da musste ich sofort an meine Nichte denken. Deswegen habe ich dann dieses Set gekauft. Da werde ich für sie noch was basteln. Die hat nämlich auch bald Geburtstag. Und ja, da passt es ganz gut. Ach, schaut's mal, der Brief ist auch echt schön. Ich zeige euch mal wieder diese Kreise. Hier mit Waffeln. Sieht auch irgendwie total cool aus. Schön modern gemacht, schöne Farben, finde ich. Schöne Sticker, also die gefallen mir wirklich sehr gut. Das soll, glaube ich, so eine Kerze darstellen, denke ich mal. Das ist auch total süß, dieser Sticker. Ein sehr schönes Set. Das gefällt mir gut. Und dann haben wir hier wieder so ein Washi-Tapes-Streifen mit so Herzen. Auch sehr hübsch. Das waren jetzt die Embossed-Sticker. Als nächstes habe ich mir noch so ein Notizbuch gekauft. Das fand ich so elegant. Das ist hier aus so einem Kunstleder und ich finde, es sieht so schön aus. Also mir hat das Graue jetzt am besten gefallen. Ich habe aber extra Fotos für euch gemacht, damit ihr mal die anderen Motive seht. Die würde ich dann jetzt einblenden. Und dann zeige ich euch jetzt mal, wie dieses hier von innen aussieht. Also das hat so einen Magnetverschluss. Hier sieht man, dass zwei Magnete drin sind. Und wenn man das dann öffnet, hat man dann hier das linierte Papier. Und das fand ich einfach so schön, so edel. Und da werde ich mir dann mit meinen goldenen Büroklammern noch einen Kugelschreiber dran machen. Da habe ich mir ja mal welche gekauft. Ja, finde ich super praktisch und sehr, sehr schön. Dann möchte ich euch als nächstes alle Bänder zeigen, die ich mir gekauft habe. Es gibt nämlich neue Bänder beim Action. Das sind die vier verschiedenen Packungen, die ich entdeckt habe und die ich total schön finde, denn die nennen sich auch Vintage Ribbon, also das heißt Vintage Bänder, was natürlich dann gleich mein Interesse geweckt hat. Ich werde die jetzt einfach mal auspacken und euch zeigen. Ich habe das jetzt überall abgemacht und musste dann leider feststellen, dass ich hier mit dem Kleber hängen geblieben bin, mit dem Tesafilm. Und das ist etwas, was man bei diesen neuen Bändern beachten muss. Das fleddert dann so richtig auf. Das seht ihr auch hier. Also da müsst ihr auf jeden Fall dann aufpassen, wenn ihr damit arbeitet und wenn ihr die dann schneidet. So, ich werde die jetzt euch zeigen und mir dann auch gleich hier drauf wickeln, denn ich habe sowas von meiner Schwester mal bekommen.
Das hat sie, glaube ich, bei ihren Füßlingen oder sowas dabei gehabt und meinte so, ja, kannst du damit vielleicht was anfangen? Du bastelst doch so viel. Und ja, ich glaube, ich habe jetzt eine Idee, was ich damit mache. Ich werde mir hier meine Bänder drauf wickeln. Dann ist es schön flach und ich habe nicht diese dicken Rollen. Und dann zeige ich euch jetzt mal dieses Band und damit kann ich auch gleichzeitig zeigen, wie viel drauf ist. Also steht zwar drauf, 3x2 Meter, aber so habt ihr schon mal eine Vorstellung, wie viel das ungefähr ist. Und ja, ich merke schon, dass mich das ein bisschen nervt, wenn da sowas abgeht. Das finde ich nicht so toll. Genau, das muss ich mir jetzt auf jeden Fall abschneiden. Also das sind auf jeden Fall die Bänder. Die haben hier so einen schönen franzigen Rand. Finde ich total cool. So, dann gibt es noch eine weiße Variante davon. Die weiße Variante haben wir auch auf dieser Packung, auf dieser Packung. Ja, auf zwei. Also quasi auf drei Packungen könnt ihr das Weiße bekommen. Je nachdem, was euch natürlich am besten gefällt. Das ist dann das Weiße. Dann gibt es noch einen Beige-Ton. Also nur zum Unterschied, dass ihr seht, dass es zwei verschiedene Töne sind. Und das sind hier die Fransen. Also ich habe jetzt einfach alles, was weiß und beige ist, hier oben drauf gemacht. Die nächste Farbe ist braun. Die braun haben wir auch bei diesem Set, wo das rosa dabei ist. Also die werde ich mir dann auch doppelt umwickeln. Das ist dann das hier von der Farbe her. So, dann gibt es hier noch zwei verschiedene rosa Töne. Einmal dieses hier und ich denke, das ist heller. Ja, das sind zwei verschiedene. Und die zwei letzten Farben, das eine habe ich euch ja schon gezeigt, das ist dieses ganz zarte Babyrosa und noch dieses Lila. Das wickle ich mir jetzt auch noch hier drauf. So, und das sind dann alle Farben und ich finde das halt viel platzsparender, wenn ich das jetzt so aufbewahre, als wie wenn ich das dann so aufbewahre, wie ihr seht. Ich bin froh, dass ich endlich was gefunden habe, was ich damit machen kann. Genau, das sind auf jeden Fall die Bänder. Als nächstes habe ich noch diese Bänder gekauft. Die fand ich auch total schön. Die sind auf so einer Holzspule. Da haben wir jetzt einmal so ein gelbes Spitzenband. Ihr wisst ja, ich nehme das total gern für meine Journals, mache sie so an den Seitenrand und es sieht immer ganz hübsch aus. Und als ich mein Gartenjournal gemacht habe, ist mir aufgefallen, dass ich gar kein gelbes habe. Und dann ist mir eingefallen, dass es die beim Action gibt in Gelb. Und die Farbe ist mir dann auch gleich ins Auge gestochen. Die finde ich auch total hübsch. Ja, deswegen durften die zwei hier mit. Dann habe ich noch Sticker entdeckt. Und zwar diese hier. Letztes Jahr habe ich mir die, da gab es die nämlich auch schon. Da gab es die als Bauernhoftiere, einfach so als Tiere und Autos gab es davon. Die Autos und alle möglichen Fahrzeuge, die es gab. Also nicht nur Autos. Züge, Flugzeuge, die habe ich meinen Kindern geschenkt und die anderen habe ich behalten. Und ja, hier sind ja süße Lamas oder Alpakas drauf, aber auch Einhörner und die haben holographische Details. Von diesen Stickern gibt es auch noch Dinosaurier, Prinzessinnen, glaube ich, waren das. Noch andere Varianten. Ich habe auf jeden Fall jetzt nur diese hier mitgenommen. Denn ja, ich finde Lamas total süß. Meine Freundin mag Lamas, also damit kann ich auf jeden Fall mal was basteln. Und die finden dann schon ihren Platz.
Die wollte ich euch jetzt auch noch zeigen. Also fangen wir mal an mit diesen hier. Ich sehe schon, also es werden auf jeden Fall Sticker rausfallen, die ich nicht möchte. Die bekommt dann einfach meine Nichte. Vielleicht kann sie ja was damit anfangen. Weil das habe ich mir jetzt, seitdem ich meine Bastelecke umgeräumt habe, fest vorgenommen. Einfach gleich aussortieren, wo man ja auch merkt, dass man das vielleicht nicht mag. Das habe ich euch schon gezeigt. Und ja, das muss man ja nicht behalten. Wenn man eh gleich von vornherein sagt, das gefällt mir nicht, dann freut sich vielleicht der Nächste. Und es passt dann so. Oh, sind die süß, oder? Schaut euch mal diese ganzen Alpakas an. Ich finde die so niedlich. So, wir haben auch ganz viele Eissorten, sehe ich hier, und Kakteen. Und diese Sterne finde ich total süß. Die haben ja auch Gesichter drauf. So. So, da sind noch ganz, ganz viele andere Sticker. Ich werde jetzt hier, weil ihr seht ja, da ist noch ein ganzer Haufen, einfach mal das beenden. Aber jetzt habt ihr so ungefähr ein Gefühl, was hier für Sticker sind. Ich denke nicht, dass da jetzt irgendwas noch kommt, was so besonders ist, was ich euch jetzt noch nicht gezeigt habe. Also so ungefähr den Stil habt ihr jetzt, glaube ich, gesehen. Ich packe das mal schnell weg. Als nächstes habe ich noch Stanzen gekauft, und zwar habe ich einmal diese Stanze gekauft. Das ist auch so eine Rahmenstanze. Ich war mir auch ehrlich gesagt gar nicht sicher, ob ich die schon habe und habe jetzt auch noch gar nicht geguckt, aber ich finde, das ist eine gute Stanze, die man auf jeden Fall gebrauchen kann. Falls ich sie doppelt habe, werde ich sie auch einfach mal wieder verschenken, weil ich meine, ich habe die noch nicht, und ich fand auch die in der Mitte sehr cool, weil das erinnert mich so an Bienenwaben. Deswegen wollte ich diese Stanze haben, die finde ich total cool, und ich meine, ich habe so eine Stanze nicht. Und dann gab es hier eben auch noch diese Stanze, die finde ich auch total interessant von der Form her, und man bekommt hier so viele verschiedene. Scheint aber auch ein Set zu sein, was schon ein bisschen älter ist, denn ich habe auch andere Stanzen davon, aber an die kann ich mich nicht erinnern. Also die zwei habe ich mitgenommen. Dann gab es noch diese Stanze. Ich zeige euch das. Und bei dieser Stanze hat mir besonders gut gefallen, dass man hier Zahlen hat. Und ich finde das toll, dass wenn man jetzt zum Beispiel ein Jubiläum feiert oder sonst was, dass man dann sowas eben sich dann ausstanzen kann mit diesen Torten, ja, mit dieser Torte und allem. Ich fand das irgendwie cool, und auch das Konfetti, was da rauskommt. Da kann man bestimmt eine sehr, sehr schöne Karte dann basteln oder irgendwie ein Geschenkeanhänger oder so. Also das hat mir irgendwie ganz gut gefallen, deswegen durfte das mit, weil wir haben ja hier dann einmal den Banner, dann haben wir hier auch so kleine Sternchen und ja, hier seht ihr das, also Banner, Konfetti, dann eben der die Platte, wo die Torte, das Tortenstück drauf ist, und die Zahl. Hat mir irgendwie sehr gut gefallen, deswegen durfte das einmal mit. Und dann habe ich noch diese Rahmenstanzen entdeckt. Das zeige ich euch mal so. Bei diesem Set haben mir vor allem die Herbstblätter sehr gut gefallen. Deswegen durfte das hier mit. Also ich finde, das ist ein super schönes Herbstset, was man benutzen kann. Und das ist ja dann wieder total Frühling hier mit diesen Blumen. Die fand ich auch total schön. Ich denke, dieses Rahmenset werde ich dann auch zu den anderen Rahmen, mit denen ich jetzt mit euch Karten basteln möchte, dazu nehmen. Weil ich finde, das passt auch ganz gut zum Frühling. Und ich finde diesen wunderschön gewellten Rand total hübsch. Dann hat es hier auch noch so Löcher. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Schaut's mal, was man daraus machen kann. Scheint ja auch eine ältere Stanze zu sein, genauso wie diese hier, aber ich hatte sie noch nie gesehen und ich kannte sie noch gar nicht, deswegen wollte ich die beiden unbedingt haben. Das sind die Stanzen, die ich noch eingekauft habe.
Und dann habe ich noch Washi-Tapes gekauft. Es gibt nämlich neue Sets. Und ihr wisst, normalerweise kaufe ich keine Washi-Tapes, weil ich so viele Washi-Tapes habe. Aber diese Sets, die sahen so ansprechend aus. Und dann kommen die auch noch in dieser wunderschönen Schachtel. Und es gab auch noch andere Washi-Tapes, die ich bis jetzt nie gesehen habe in meinem Action. Und zwar dieses Set wollte ich unbedingt haben mit diesen Stickern, weil ich mag ja diesen Vintage-Style. Und dann habe ich noch die mit den Schmetterlingen gesehen. Die fand ich auch total hübsch. Ja, und da dachte ich mir, die werden wir jetzt einfach mal alle in mein YouTube-Journal reinkleben und uns ganz genau anschauen. Jetzt schaue ich mal nur, wie viel Zeit wir dafür noch haben, ob das denn überhaupt geht. Aber ich denke schon. Also die werde ich jetzt dann gleich in meinem YouTube-Journal einmal komplett draufkleben, dass wir uns die mal ganz genau anschauen können, genauso wie die. Aber vorher wollte ich euch noch das letzte zeigen, was ich eingekauft habe. Und zwar sind das diese Perlen. Ich habe die jetzt schon länger gesehen beim Action. Das ist eigentlich für Kinder so ein Armbandset. Aber dann habe ich was bei Pinterest gesehen, was mir so gut gefallen hat. Und das wollte ich dann unbedingt damit basteln. Und deswegen habe ich mir jetzt diese Perlen mitgenommen. Und wenn ich jetzt noch Zeit habe, nachdem ich diese Washi-Tapes mit euch geswatcht habe, basteln wir so ein Armband zusammen. Und falls das nicht klappt, mache ich einfach ein extra Video draus. Dann zeige ich euch, was ich damit machen wollte. Machen wir es so. Genau. Aber jetzt tun wir erstmal diese Washi-Tapes aufs Papier bringen. So, und dann suchen wir uns einfach jetzt mal eine schöne Seite in dem Journal aus, die überklebt werden darf, weil sie eh nichts Besonderes drauf hat, wo wir sagen, dass wir einfach mal drüber kleben können. Dann nehmen wir jetzt einfach mal diese Seite. Dann fangen wir mal mit diesem Set an. Also das ist jetzt dieses hier, die rosane Verpackung. Und dann werde ich die jetzt mal alle einzeln hier draufkleben, dass man sie ein bisschen besser angucken kann. Ich habe dann beim Draufkleben bemerkt, dass es doch auf einem weißen Papier besser aussieht, denn die Washi-Tapes sind natürlich ein bisschen durchsichtig und wirken auf so einem weißen Blatt Papier einfach viel schöner. Ich möchte sie euch ja auch zeigen und deswegen ist es auf dem weißen Blatt besser. Außerdem kann ich sie auf diesem Fotopapier auch ganz leicht wieder abziehen. Das war auch noch so ein Grund, weshalb ich das jetzt dann doch da drauf geklebt habe. So, jetzt haben wir nicht einmal viele Washi-Tapes. Ich habe jetzt extra so ein Fotopapier genommen, weil dann kann ich mir das auch, während ich das Journal benutze, einfach abziehen und nochmal benutzen. Dachte mir, das ist gar nicht mal so schlecht. Werde ich mir jetzt einfach die Rückseite nehmen und hier weitermachen. Also, jetzt habe ich hier auf dieser Seite, da ist zwar nur ein bisschen weiß, die Blautöne mal hier drauf geklebt. Finde ich auch total schön, wenn man sieht, das ist ja so leicht durchsichtig. Das sieht man hier zum Beispiel, man sieht halt den Hintergrund durch bei diesen Washi-Tapes. Die dicken haben eine sehr gute Klebekraft, während die dünnen sich ganz leicht wieder aufrollen lassen, finde ich. Aber an und für sich sind das echt tolle Washi-Tapes. Ich habe jetzt auch tatsächlich alle von dieser Box hier draufgeklebt und werde jetzt dann einfach mit der nächsten Box weitermachen. Und schau dann, dass ich immer weiße Seiten dafür hernehme, damit man das auch ganz gut sieht. Und ja, dann zeige ich euch wieder das Ergebnis, wenn ich fertig geswatcht habe. Ich mache jetzt weiter mit dieser lilanen Box. Nächste Seite ist jetzt voll. Ich habe dann einfach mit den Orangetönen weitergemacht. Und zwar
Und zwar sind das diese hier und diese hier. Ich finde die Farben schon schön. Und ich finde, wenn man sich diese Sets kauft und noch gar keine Washi-Tapes hat, hat man damit eigentlich alle Farben, die man braucht. Also da hat man eine mega Farbauswahl. Jetzt mache ich weiter mit den drei Farben. So, jetzt habe ich hier alle restlichen Washi-Tapes geswatcht. Ich finde die auch total cool. Ihr seht, die dünnen, die gehen immer so ein bisschen ab, aber wie schön ist es, die hier auf dem weißen Papier zu sehen. Da erkennt man erst, wie wunderschön die eigentlich sind. Und dann suche ich mir jetzt noch eine weiße Seite aus. Das Coole ist, ich denke, ich kann die mir dann auch abmachen und in meinem Journal verwenden, wenn ich sie benutzen möchte. Mit diesen Seiten. Weil jetzt kommen ja diese Vintage-Washi-Tapes. Dafür suche ich mir jetzt eine schöne Seite noch raus. Nehmen wir doch gleich mal die. Diese Washi-Tapes sind gleich mal ganz anders wie die anderen Sets, finde ich. Also ich finde, die kann man super gut für alle Vintage-Journal-Projekte verwenden, weil man hier halt wirklich eine sehr große Auswahl hat. Und bei den anderen Sets hat man einfach an Farben eine Riesenauswahl. Also da ist, glaube ich, für jeden Geschmack was dabei, was das Vintage-Herz betrifft, ob es total altmodisch ist oder einfach dieser Vintage-Stil, aber eigentlich relativ modern. Also ich finde dieses Set auch sehr, sehr schön. Ich muss sagen, diese neuen Sets, die begeistern mich sehr. Die kann ich echt empfehlen, muss ich schon sagen. Das war jetzt die letzte Box. Hier habe ich alle Washi-Tapes auf diese Seite gebracht. Ihr seht, dass die total unterschiedlich sind und nicht unbedingt zueinander passen, aber es sind echt coole Washi-Tapes dabei. Also besonders gut gefallen mir diese Oldtimer hier. Auch diese Pferde mit den Jockeys gefallen mir auch sehr, sehr gut. Und die Hunde sind sehr schön. Dieser Vogel, also diese Vögel mit den Rosen sind auch echt toll. Genauso wie dieses Washi-Tape, aber auch dieses karierte ist mir sehr aufgefallen. Ja, auch das hier und die Scheren. Also das sind wirklich, auch dieses hier, die zwei. Das sind wirklich sehr schöne Washi-Tapes dabei in diesem Set. Und ihr seht, es sieht auch cool aus, wenn man dahinter ein Papier hat, was Buchstaben drauf hat, also eine Buchseite oder so. Sieht echt cool aus. Echt schöne Washi-Tapes. Auch die blauen gefallen mir sehr gut. Hier das Graue da unten. Ja, das sind echt tolle Washi-Tapes. Ich merke, von der Zeit her werde ich es nicht mehr schaffen, das hier noch mit euch zu basteln. Daraus mache ich lieber ein extra Video. Und jetzt haben wir nur noch diese. Die packe ich jetzt mal aus. Das wollte ich mir jetzt eh erstmal anschauen, wie das ist. So ein Stickerbook drin. Okay, dann machen wir erstmal dieses Stickerbook raus. So, und da sind die Sticker drin. Das ist ja auch voll cool mit dieser Folie. Das sind dann wie so Briefmarken, sehen auch echt hübsch aus, finde ich. Die sind ja schön. Wow, wirklich wunderschön. Oh, da bin ich aber froh, dass ich die bekommen habe. Das sind ja auch wunderschöne Vögel. Richtig tolle Vintage-Sticker. Also kein Sticker, der mir nicht gefällt. Ich finde die wirklich sehr schön. Ist ja auch sehr cool. Mega, das Sticker-Set. Gut, da haben wir jetzt auch sehr schöne Washi-Tapes. Nehme ich mir da jetzt noch die Rückseite. Ja, das ist natürlich sehr cool, weil das geht ja dann.
Feld, ja, bis hierher geht es. Seht ihr das? Ist ja auch richtig cool. Das ist dieses Set. Dann haben wir hier auch noch so coole Briefmarken, könnte man fast sagen. Echt hübsch. Schöne Washi-Tapes, die gefallen mir jetzt schon sehr gut. Hier haben wir auch wieder Briefmarken. Und sehr viele verschiedene sehe ich hier gerade. Genau. Kann man sich dann alle einzeln eigentlich abmachen? Das zeige ich euch jetzt mal. Hier haben wir die einzelnen Briefmarken. Das ist die Libelle, die ich gemeint habe. Ist auch so ein Schmetterling, den finde ich ja so richtig toll mit dem Löwen. Auch das ist halt echt mega, was man hier hat. Diese Briefmarke, die erkennt man jetzt nicht so gut. Die werde ich jetzt mal aufs weiße Papier bringen, damit ihr die besser seht. Schaut mal. Das ist so eine Krone. Also finde ich schon echt cool, dieses Washi-Tape, muss man schon sagen. Ich gestalte mir jetzt einfach die Seite so ein bisschen weiter mit den restlichen Washi-Tapes, die ja etwas dünner sind. Und dann zeige ich euch, wie dieser Hintergrund fertig aussieht. Ich finde die mega. So, das sind so die letzten Washi-Tapes. Wir haben hier einmal so Schmetterlinge hier oben, dann so ein wunderschönes Grün mit so Blumen. Ich hoffe, ihr erkennt es. Vielleicht erkennt ihr das hier ein bisschen besser. Ich habe es ja auf zwei Seiten drauf. Das Rote finde ich auch wirklich sehr schön. Und auch dieses Blümchenmuster. Also wirklich sehr, sehr schöne Washi-Tapes. Jetzt habe ich hier nur noch dieses letzte Set. Das möchte ich euch noch zeigen. Da zeige ich euch jetzt als erstes die Sticker. Die sind ja auch in so einem Block. Och, das ist ja herrlich. Steht drauf. Have courage and be kind. Also habe Mut und sei nett, würde ich jetzt sagen. Wake up and dream. Wach auf und träume. Auch sehr schön. Das klebt hier ein bisschen fest, aber das sind wirklich sehr schöne Sticker. Also ich bin wirklich begeistert. Auch die kann man jetzt bestimmt sehr gut für Ostern verwenden. Diese ganzen Schmetterlinge passen ja auch sehr gut zu Ostern. Toll. Wirklich, wirklich toll. Sehr süß, echt. Das waren die Sticker. Jetzt möchte ich euch noch die Washi-Tapes zeigen. Ich lasse aber die Seite so. Für mich ist das jetzt eine Seite, die mir so, wie sie ist, gefällt, die jetzt für mich auch schon ein Hintergrund ist. Also das möchte ich so lassen. Die anderen Washi-Tapes-Seiten sind eher jetzt Seiten, wo ich sage, da kann ich mir das ein oder andere rausnehmen und woanders hin tun, aber das möchte ich so lassen, wie es ist. Ich habe mir jetzt noch eine Seite ausgesucht, die ich jetzt mit diesem Set gestalten möchte und ihr werdet sehen, dass ich da ganz leicht sehr schöne Seiten gestalten lassen mit diesem Washi-Tape. Ich finde, das passt sehr gut zueinander. Das ist ein sehr schönes Set. Das sind sehr schöne Farben. Man hat einzelne Schmetterlinge, mit denen man auch gestalten kann. Das ist dann also richtig toll. Schmetterlings-Washi-Tape. Also ich finde die Blumen total schön. Auch die einzelnen Schmetterlinge finde ich sehr, sehr hübsch.
auch dieses Washi-Tape und das Blaue, also die Blauen gefallen mir wirklich sehr, sehr gut. Und auch, dass man hier so einzelne Schmetterlinge sich ausschneiden kann. Also wirklich, wirklich wunderschön. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Hier ist ja auch noch ein Schmetterling. Ein tolles Washi-Tape. Ich bin sehr zufrieden. Ich zeige euch jetzt nochmal, was ich alles heute eingekauft habe. Wir haben hier ganz viel Washi-Tape mit Stickern. Wir haben die Bänder, die ich jetzt hier schon so umfunktioniert habe, wie ich es möchte. Perlen, mit denen werde ich euch auch noch was zeigen, was ich dann damit mache. Dann ein paar Stanzen habe ich mir noch gekauft. Ein Buch. Lama-Sticker oder Alpaka-Sticker. Und die wunderschönen Embossed-Sticker. Die, wo ich meine, dass sie neu sind. Genau. Und dann gab es auch noch diese wunderschönen Spitzenbänder. Schreibt mir mal in die Kommentare, was euch am besten gefällt von den Sachen, die ich euch jetzt gezeigt habe. Wenn euch mein Video gefallen hat, würde ich mich natürlich selber einen Daumen nach oben freuen. Abonniert meinen Kanal, dann verpasst ihr nicht, was ich sonst noch alles so mit Actionmaterialien und anderen Sachen bastel. Heute erwartet euch nur auch noch ein Journal with Me Video. Das wird mal was ganz Besonderes sein, denn es gibt einen Überraschungsgast in diesem Video. Und ansonsten freue ich mich schon aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss.